Premierenwoche für den neuen Chefcoach. Seit Dienstag trainiert Jes Torup den FC Augsburg und gibt auf dem Platz die Richtung vor. Im Fokus das bevorstehende Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim. Ich habe die ersten paar Tage sehr viel mit dem Mindset trainiert. Das ging mehr über Offensive Mindset, was machen wir in die einige Situationen, dass wir den richtigen Mindset haben. Auch ein bisschen zu versuchen, den Spielern ein bisschen Selbstvertrauen zu geben, was möchte ich jetzt von denen haben. So viel haben wir mit dem Kopf trainiert die ersten paar Tage. Eine Sache merken nicht nur die Trainingsgäste von außen, sondern auch die Spieler auf dem Platz direkt. Dass er sehr viel Feuer drin ist, dass die Jungs ihm ganz genau zuhören, dass er auch viele Jungs einfach schon abgeholt hat. Sehr viel Feuer drin. Also ich glaube, jeder in der Mannschaft will sich nochmal zeigen, will sich präsentieren. Präsentieren können sich die FCA-Profis dann direkt am Sonntag in Heidenheim. Jes Torup hat sich bereits einen genauen Ablaufsplan für das Wochenende zurechtgelegt. Wir hatten ein Training hier am Samstagmorgen, wie immer, 10.30 Uhr. Und dann gehen wir Sonntagmorgen ins Tageshotel und von da nach Heidenheim und gewinnen. Für die Aufgaben auf dem Platz gibt Torup die Richtung vor. Umsetzen müssen es dann aber die Spieler. Und da werde ich die Spieler so viel wie möglich helfen, in welche Richtung oder was zu tun. Aber am Ende stehen die Spieler auf dem Platz und muss ich selber schauen. Ich spiele gar nicht PlayStation mit den Spielern, die müssen selber entscheiden auf dem Platz. Dieser Ansatz kommt auch in der Mannschaft gut an. Klar sind wir alle Spieler, die individuelle Entscheidungen am Ende des Tages treffen. Trotzdem ist es immer gut, wenn du jemanden hast, der dir die maximale Hilfestellung gibt. Und da ist jetzt jemand, der sehr, sehr viel kommuniziert, der das auch immer wieder einfordert, dass wir miteinander kommunizieren. Jetzt geht es darum, das Ganze dann auch am Wochenende in Taten umzusetzen. Und da sind alle Jungs sehr, sehr, sehr positiv gestimmt. Da zähle ich mich auch dazu. Ich habe Bock, hier wieder um Punkte zu spielen und den Leuten zu beweisen, dass wir Augsburg sind, dass wir stark sind und dass wir auch in der Bundesliga bestehen können. Über 2000 Fans begleiten den FCA in die Voith Arena und hoffen auf den zweiten Saisonsieg.